Lohnt es sich, NBA 2K25 zu holen, wenn man schon NBA 2K24 hat? Wir klären das in diesem Video. Let's go. Bevor wir allerdings starten, möchte ich auf das Gewinnspiel von Instant Gaming verweisen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt ein Spiel eurer Wahl gewinnen an die Leute, die NBA 2K gewinnen wollen. Ein Hinweis. Das Gewinnspiel endet am 6.9. Das ist der offizielle Release-Tag von NBA 2K25. Alle, die vorbestellen, können ab dem 4.9. spielen. Wenn ihr das seid, dann seid gewarnt, das Gewinnspiel endet erst nach dem Early Access, deswegen bitte keine Beschwerden. Ihr könnt trotzdem daran teilnehmen, ihr könnt auch Guthaben einlösen, ihr könnt euch ein anderes Spiel holen, dann dürft ihr aber nicht NBA 2K als Gewinn angeben, wenn ihr euch das schon vorher geholt habt. Ihr könnt das nicht irgendwie ausgleichen, nur das als Info. Danke Instant Gaming, mega korrekt, bester Partner, den man sich wünschen kann in der Gaming-Szene, günstige Preise, geile Gewinnspiele. Chillige Leute, die da arbeiten, also wirklich top, top, top. Und jetzt zum Video. Ich möchte noch mal ganz kurz darüber sprechen, ob es sich lohnt, NBA 2K25 zu kaufen. Und es gibt Leute, für die lohnt sich das auf jeden Fall, wie ich jetzt zum Beispiel jemand bin. Ich werde mir jetzt das Spiel holen, ich werde ein paar Videos und ein paar Streams machen. Dann habe ich im Prinzip das Geld für das Spiel wieder reingeholt. Ja, da steckt auch Arbeit dahinter, gar keine Frage. Aber für mich lohnt es sich, weil das ist mein Hobby. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe Basketball, ich mag es, Videos und Streams dazu zu machen. Für mich lohnt sich das. Es gibt andere Leute, für die lohnt sich das auch. Und zwar für Leute, die online spielen. Leute, die mit ihren Kumpels zusammen spielen wollen, die sich vielleicht auch das neue Spiel holen. Leute, die sich mit den Besten messen wollen. Die besten Leute, das sind meistens Leute, die immer mit dem Strom schwimmen und die holen sich eben das neue Spiel. Wenn du jetzt in NBA 2K24 der Beste bist, juckt das leider gar keinen mehr, auch wenn das trotzdem noch starke Leistungen sein können. Und es lohnt sich für alle Leute, die jetzt auf NBA 2K23 noch hängen geblieben sind. Hängen geblieben natürlich nur in Anführungsstrichen, das ist nicht negativ gemeint, aber 2K macht es in der Regel so, dass die Server immer 2 Jahre rückwirkend abgeschaltet werden. Das heißt, wenn du jetzt NBA 2K23 spielst, dann wird im Laufe des Jahres der Server dafür abgeschaltet und dann geht gar nichts mehr. Deswegen wird da das Upgrade mehr oder weniger erzwungen. Wenn du allerdings noch NBA 2K24 spielst und du bist niemand, der online spielt, niemand, der der Beste online sein will, das hängt miteinander zusammen, du bist kein Content Creator, dann würde ich schon fast sagen, lohnt sich NBA 2K25 erstmal nicht. Das Video ist eine ganz große Erleichterung für alle Eltern, für alle Mamis und Papis, die daheim noch ein jüngeres Kind oder einen Jugendlichen daheim sitzen haben, bei denen ich mich jetzt auch 100% erstmal unbeliebt mache, aber wartet noch ein bisschen ab, bis das Spiel im Sale ist. Ihr kriegt es günstiger und ich sage euch eins, wenn ihr nicht online spielt und die ganzen anderen Punkte nicht auf euch zutreffen, die ich eben genannt habe, dann verpasst ihr nicht viel. Ja? Eventuell kommt ihr sogar später dazu. Es sind schon Neuigkeiten über das Spiel rausgekommen. Das Spiel ist schon gepatcht, falls irgendwelche Fehler am Anfang da waren. Und es ist vor allem günstiger. Ja, am Anfang die 70, 80 Euro oder je nachdem, welche Version ihr holt, das kann schon reinhauen. Und ich finde, man kann dann jeden Sale mitnehmen, den man möchte. Wenn man eh nur offline spielt, My Career spielt, My League, My GM. Selbst, guck mal, wenn du My GM spielst, du kannst dir die aktuellen Kader runterladen. Das ist ja nicht mal die Ausrede. Ja, ich brauche aber die aktuellen Spieler. Die kann man sich runterladen. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann guckt euch ein MyGM-Video von Max an oder guckt euch ein Tutorial dazu an, wie man die aktuellen Kader aus NBA 2K My League runterladen kann. Es ist wirklich einfach und dann hat man das. Und das ist wirklich gut gemacht, man braucht da keine Angst haben. Ich bin wirklich der Meinung, dass Leute, die nicht online und nicht Content-Creator-mäßig unterwegs sind, sich nicht direkt NBA 2K25 holen müssen. Und es gibt genug Leute, die werden sich das Spiel gar nicht holen. Von daher, die Firma ist selbst schuld. Sie haben sich in den letzten Monaten, letzten Jahren viel zu viel erlaubt. Und jetzt kriegen sie halt die Retourkutsche. Und dass dann selbst Leute wie ich sagen, und ich selbst ich könnte sagen, okay, das Spiel lohnt sich total, jeder muss sich das holen, kauft über meinen Link, ich krieg 3% vom Kaufpreis. Nee, ich sag, vor allem Kinder und Jugendliche und Leute, die nur offline spielen, holt es euch noch nicht, wartet auf den ersten Sale, wartet auf den Black Friday oder was auch immer. Und selbst wenn ihr online spielt oder ihr dann online reingehen wollt, wenn MyTeam ein paar Wochen angelaufen ist, dann sind die ersten guten Spiele auch schon günstig zu kaufen, weil ihr wisst ja, wie es ist, es kommt immer der nächstbessere raus, den sich die Freaks holen. Habt ihr auch einen guten Start. Ihr wisst dann schon, welche Builds gut funktionieren, weil die YouTuber das alles schon rausgehauen und ausprobiert haben. Behaltet das im Hinterkopf. Ja, auch an alle kleineren Zuschauer, die jetzt ihre Eltern nerven und sagen, hey, ich brauche das neue Spiel, ich brauche das neue Spiel. Chillt, chillt.
Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ich glaube, das macht Sinn. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde auf jeden Fall Sachen raushauen, wenn ihr dann noch 24 spielt oder noch 24 habt. Aber ihr wollt schon 25 mitbekommen, dann seid ihr hier auf dem Kanal natürlich genau richtig. Könnt euch bei mir dann zugucken, könnt euch bei mir einnisten und euch den 25-Stop geben, bis ihr dann auch dran seid. Ja, ich will jetzt nicht länger machen, als es ist. Ich bin erstmal raus, bis zum nächsten Mal.